Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Homebrew Show. Heute dreht sich alles um den FreeKey, also diesen ODDE Modchip für die PlayStation 3. Der ist ja schon seit einer längeren Zeit angekündigt worden und scheinbar befindet sich der Chip mittlerweile schon in einem Stadion, wo er in die Produktion übergegangen ist oder bald übergehen wird. Das FreeKey-Team, das so nebenbei auch den X-Key für die Xbox 360 entwickelt hat, die stehen hinter dem ganzen Projekt. Die erste Installationsanleitung haben die auch gerade veröffentlicht, in PDF-Form. Schauen wir da mal rein, wenn man sehen kann. Man muss natürlich die PlayStation öffnen und das Laufwerk muss ausgebaut werden. Das Laufwerk ist so nebenbei, das sieht man in einem in dem Ausbau, also in dem Zerlegvideo, das ich gepostet habe vor einigen Monaten. Da ist das beschrieben, wie man das Laufwerk ausbauen kann. Schauen wir uns das mal an, weil dieser Chip wird nämlich zwischen Mainboard und Laufwerk gesteckt und das Ganze schaut dann so aus, das kann man sich so vorstellen. Ihr habt die PlayStation ohne Laufwerk, dann kommt der FreeKey rein, der wird einmal angeschlossen ans Mainboard und dann angeschlossen an das Laufwerk und sitzt dann zwischen den beiden drinnen. Der Einbau an sich dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Man sieht da, dass da ein Y-Kabel mitgeliefert wird für die Stromversorgung von dem Chip. Da sehen wir jetzt recht schön, dass dieses zusätzliche Kabel da rausläuft und der Chip sitzt dann eigentlich direkt auf dem Laufwerk drauf. Die haben doch zusätzlich dazu aufgeschrieben, dass man da 30 mm links und 40 mm rechts Platz lassen muss. Das ist wahrscheinlich aufgrund der Gehäusestruktur so, weil da sonst kein Platz wäre für das PCB. Die gehen nur noch ein bisschen genauer ins Detail. Der Einbau an sich dürfte nicht so schwer sein, so wie es ausschaut. Man muss halt einen Schraubendreher in die Hand nehmen und das wirklich machen. Anschließend muss man noch ein kleines Flachkabel durchs Gehäuse führen und das anschließend da reinstecken, wie gewohnt. Auf diesen USB-Anschluss wird nachher dann zum Beispiel eine USB-Festplatte angeschlossen werden können oder auch ein USB-Stick. Von dem werden dann die Backups geladen und der Vorteil ist von diesem FreeKey, dass das in dem Fall so ist, kann man sich vorstellen. Dieser Chip tut so, als wäre das Laufwerk, aber in Wirklichkeit holt er sich die Daten von der USB-Festplatte. Es soll auch möglich sein, dass man Spiele rippt mit Hilfe von dem Key. Ob das so funktionieren wird, ich weiß es nicht. Das gleiche haben sie beim X-Key für die Xbox 360 auch angekündigt. Das ist aber nie irgendwas geworden. Das heißt, da sollte man derzeit noch ein bisschen vielleicht skeptisch sein. Eventuell gibt es dann Zusatzhardware oder was auch immer. Was haben wir noch? Genau, man braucht für die Installation benötigt man wie bei der Xbox 360 auch den Key vom Laufwerk der PlayStation 3. An den kommt man derzeit nur, wenn man eine PlayStation 3 hat, die eine Custom Firmware hat. Das heißt, die meisten, also sagen wir mal 99% von den Leuten, die sich das gern holen wollen würden, die können damit nichts anfangen, weil der Key nur zum Auslesen ist, wenn man eine Custom Firmware installiert hat. Sie haben in der Vergangenheit gesagt, dass sie vielleicht eventuell eine Möglichkeit finden, oder sie haben zumindest gesagt, sie arbeiten an einer Möglichkeit, den Laufwerkskey vom PlayStation 3 Laufwerk zu extrahieren, ohne dass man eine Custom Firmware benötigt. Wie das funktionieren soll, ist fraglich. Wenn sie einen Weg finden, ist natürlich super. Aber die Chancen stehen halt wahrscheinlich nicht so gut. Falls das passieren wird, dann wäre das natürlich ein Wahnsinn. Dann glaube ich, dass Sony wie damals bei den Jailbreak-Sticks intervenieren wird, höchstwahrscheinlich. Das heißt, Importstopp und so weiter. Wann das Ganze rauskommt, ist so nebenbei auch eigentlich nicht bekannt. Sie haben, ich glaube, im Dezember, glaube ich, hat es zuletzt so eine Ankündigung gegeben, aus der dann gar nichts worden ist, dann ist eine Zeit lang still worden. Jetzt sind nach und nach die ganzen Tools veröffentlicht worden. Ich glaube, letzte Woche war es dieser Key-Dumper
Und jetzt haben sie halt die Einbauanleitung, wo man auch zum ersten Mal den Chip eigentlich sieht, wenn man das sehen kann. Der Chip hat so nebenbei eine MicroSD-Karte, auf dem wird wahrscheinlich die Firmware installiert werden und der Key. Das heißt, es ist eigentlich alles, wer den X-Key von der Xbox 360 kennt, der wird sich da wahrscheinlich schnell wiederfinden, ne? Bei alten Konzepten, die da zum Einsatz kommen. Und ja, die Einbauanleitung schaut eigentlich ziemlich einfach aus. Die Frage ist halt noch immer, wann kommt's? Wird es funktionieren? Wird es gut funktionieren? Was für Einschränkungen gibt es? Und wie schaut die ganze Sache aus mit dem Key vom Laufwerk? Weil am Anfang, wie gesagt, braucht man eine Custom Firmware. Ob es später was anderes geben wird, keine Ahnung. Was wollte ich noch sagen? Jetzt hänge ich ein bisschen auf der Leitung. Wir haben, wie gesagt, das angesprochen, dass es wahrscheinlich möglich sein wird, mit diesem Ripper die Disks auszulesen. Das ist eine Windows-Software, sehe ich gerade. Das heißt, was steht da? Der User Manual is included in the Archive. Aha, das könnten wir uns vielleicht auch noch anschauen, wenn der Download da schnell funktioniert. In der Zwischenzeit schauen wir da noch durch. Ah, sehen wir, es funktioniert schon. Die Seite ist derzeit ein bisschen überladen. Ich werde euch den Link zur FreeKey-Website reinstellen und noch einen Link zum MonkeyDesk.at, wo ich ein bisschen was geschrieben habe über das Ganze. Schauen wir uns mal das Manual an, wie das ausschaut. Ah, da haben wir noch mal eine sehr schönere, große Aufnahme vom Chip selbst. Und wie man sehen kann, wir haben da eine Disk, das scheint aber. Ah, Micro USB Connector, aha, wie man sehen kann. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ah, Ripper PCB, okay, Entschuldigung. Dann habe ich mich vorher vertan, dass der FreeKey selbst kann wahrscheinlich nicht Spiele auslesen. Er braucht zusätzlich dieses Ripper PCB, an dem wird das Laufwerk von der PlayStation angeschlossen. Das heißt, ihr müsst eigentlich theoretisch das Laufwerk ausbauen aus der PlayStation 3, dann anstecken an dieses PCB. Und das PCB dann mit dem PC verbinden und dann über diese Software das Ganze auslesen. Ist fraglich, ob das wirklich dann auch wirklich also praktisch zum Einsatz kommt, weil ganz ehrlich, wer macht das? Aber ja, es sind noch viele offene Fragen zu dem Thema. Würde mich freuen, wenn ihr die Kommentarfunktion verwendet und eure Meinung zu der ganzen Geschichte preisgibt. Und ja, so viel dazu. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.